und auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, ey Crimex OG. Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Trymakers mit den Boys und heute mit dabei Armin und Drussi. Was geht? Let's go! Meine Freunde, heute habe ich mir eine kranke Challenge überlegt und zwar, jetzt gut aufpassen, wer in 20 Minuten das schnellste Boot baut, gewinnt heute 1000 Euro von mir. Wer ist dabei? Was? Ich bin dabei. Ja. Und das Ding ist, weil ich mir dachte, dass Trymakers bei euch mal so gut ankommt, müsst ihr nicht meinen Einsatz zahlen, sondern ich werde das von mir aus sponsoren. 1000 Euro für den Gewinner. Wenn ich bekomme, bekomme ich quasi nichts, also nur für meine Gäste so gesehen. Wenn ihr es schafft, innerhalb von 20 Minuten ein schnelleres Boot als ich zu bauen, bekommt ihr 1000 Euro von mir. Wer ist am Start? Oha, ich bin am Start. Sehr gut, Mann. Leute, lasst natürlich mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr Trymakers fällt. Schreibt doch gerne weitere Ideen in die Kommentare und dann würde ich sagen, Leute, haut hier mal ab. Die Zeit läuft ab jetzt 20 Minuten. Let's go! Oh mein Gott, Leute, es geht los. Ab jetzt 20 Minuten. Ey, ich bin auch überhaupt kein guter Bootbauer. Wir müssen uns jetzt richtig reinhängen. Direkt alles geben. Es geht um Geschwindigkeit. Ach ja, warte. Ach, Leute, und noch eine Info. Also, es geht auch um die Optik. Optik und Geschwindigkeit wird bewertet. Okay, ihr wisst Bescheid. Gut. Okay, Leute, okay. Also, das Ding muss einigermaßen gut aussehen. Es geht aber vielmehr um die Geschwindigkeit. Wir müssen da todesviele von diesen Motoren dranhauen. Deswegen, ich werde das Ding direkt schon mal wie so ein richtig krankes Speedboot. Ich werde das so lang bauen. So, okay. Das sieht doch schon mal eigentlich ganz gut aus. Da müssen wir natürlich hier diese Dinger dran machen. Ihr wisst, was ich meine. Diese, wie heißen die? Diese Schwimmkörper. Boah, ich habe auch echt schon länger kein Trymakers mehr gespielt. Ich bin schon ein bisschen lost hier, um ehrlich zu sein. Wir machen einfach mal hier überall diese Schwimmkörper dran. Zack, 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 zack. So, damit das Ding natürlich auch schön gut oben schwimmt. Sehr gut. Und hier unten werden wir überall diese Motoren dran klatschen. Ey, Leute, ich habe gar keinen Bock, den irgendwie 1000 Euro zu geben. Deswegen, ich werde mich so reinhängen. Und ich kenne die Jungs halt auch. Die werden halt auch komplett übertreiben. Die werden da 10 Millionen von diesen Motoren gefühlt dranhauen. Genau so. Und jetzt einmal zack. Nee, warte. Auf welcher Tastenkombination machen wir das? Wir machen am besten auf W und auf S zurück. Wie als würde man Auto fahren. So ein Ding wird das. Oh mein Gott, das Ding wird so geisteskrank abgehen. Holy moly, Digga. Okay, dann brauchen wir natürlich hier noch so ein Ding. Und hier würde ich tatsächlich so ein Cockpit nehmen. Also das muss komplett geisteskrank aerodynamisch werden. Okay, dann würde ich sagen, wir testen das jetzt einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding... Oh mein Gott. Oh, shit! Alter, das Ding fährt ja jetzt schon 240. Das Ding ist, wenn das jetzt vom System her schon mal funktioniert, dann können wir das ja noch mehr übertreiben. Dann können wir noch mehr durchdrehen. Ich baue das einfach noch mal doppelt so lang mit doppelt so vielen Motoren dran. Let's go. Okay, schau mal. Das vom System her funktioniert ist schon mal so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir bauen das einfach noch mal zwei Dinger weiter. Das heißt, pro Teil können wir dann hier noch mal vier von den... Das heißt, noch mal acht von diesen Boost-Dingern noch mal mehr dran. Okay, sehr, sehr gut. Dann hier wieder diese Dinger. Oh, ey, Leute, das wird so ein krankes Speedboot. Ich werde das jetzt auch gleich aerodynamisch bauen. Dann werden wir da gleich noch so Chat-Motoren, so Düsen-Chats dranhauen. Alter, ich sag euch, wie es ist. Das wird geisteskrank. Auf einer ganz geisteskranken Ebene wird das Ding abgehen. Okay, dann brauchen wir, dann brauchen wir hier vorne, müssen wir eigentlich so ein bisschen diese Dinger bauen, damit das aerodynamisch wird, so ein Keil hier vorne dran. Oder, Leute, was denkt ihr? Wie würdet ihr das am ehesten bauen? Oh ja, das muss so richtig spitz zusammenlaufen. Boah, Leute, ich hoffe so, dass das nice wird. Das macht auf jeden Fall viel aus, die Aerodynamik. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich bin natürlich der Ingenieur Don in Trymaker. Ich weiß natürlich genau, wie man das hier macht. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir werden hier an alles denken. Guck mal, wir werden hier vorne so Spoiler dran machen, für die, damit das nach unten gedrückt wird, damit das nicht nach oben gedrückt wird. Let's go, Alter. Guck mal, weil wir sind halt einfach die Boss-Ingenieure. Wir wissen, wie man das hier richtig baut. Die anderen halt einfach nicht. So ein Ding ist das. Man kann halt hier in Trymakers auch diese Aerodynamik anmachen. Dann sieht man halt eben, wo das gut abgeblockt wird und wo das, also wo die Luft gut vorbeigeht und wo das, wo ein Luftwiderstand ist. Und das macht halt in der Geschwindigkeit am Ende auch nochmal einiges aus. Und ich wette, die anderen wissen das halt einfach nicht so gut wie ich. Das sieht gut aus. So, schaut euch den Prängel hier mal an. Schaut euch den Prängel hier mal an. Jetzt sieht man hier auch sehr gut die Aerodynamik. Das wird richtig gut abgeleitet, die Luft. Wir müssen uns natürlich aber auch ein bisschen um die Lenkung kümmern. Also, so, das heißt, wie machen wir das am besten? Da würde ich eine ganz einfache Schiffslenkung hinten dran machen. So, hier sowas dran. Genau, Leute, jetzt machen wir hinten so ein Paddel dran. Damit wird dann das Ding gelenkt am Ende. Das Ding ist einfach so groß. Oh, warte, das hebt. Warum hebt das nicht? Ach, ich glaube, man muss das hier noch nach... Ah, ja, okay, man muss das hier noch nach außen bauen. Ich verstehe doch. Okay, wir machen mal einen kleinen Performance-Check. So, seid ihr bereit? Let's go! Oh, okay, Lenkung funktioniert. Lenkung funktioniert jetzt natürlich nicht mega gut, aber es kommt halt auch einfach nur auf die Geschwindigkeit an. Wir fahren bereits mit 280 km/h.
280 km/h und es funktioniert sehr gut. Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch mehr, Leute. Wenn wir da jetzt noch Düsenjets einbauen, dann geht das richtig ab. Aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr stabil, das ist wichtig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, mit 281 gewinnen wir das Ding hier nicht. Wir müssen noch mehr übertreiben, weil, wie gesagt, ich habe keinen Bock, 1000 Euro auszugeben. Weil jetzt kommen hier nämlich noch diese Düsendinger drauf. So, genau, jetzt machen wir nämlich noch überall diese... Wir müssen auch ein bisschen aufs Gewicht achten. 30 Kilo wiegen die wiegen... Ja... Nee, da würde ich schon wirklich diese fetten Chats hinmachen. Alter. Wir schauen mal, wie viele wir da drauf machen können. Ich hoffe, dass das Ding dann nicht untergeht, ne? Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das Ding jetzt halt einfach viel zu schwer wird und halt einfach untergeht. Ja. Oh mein Gott, es geht einfach unter. Okay, lass mich überlegen, wie machen wir das? Okay, ein so ein Ding wiegt 30 Kilo. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden... In jeder Reihe waren 60 Kilo insgesamt. Ja, das ist natürlich zu schwer. Wir machen diese kleinen. Und zwar die hier. Die bringen trotzdem ein bisschen Schubkraft nach vorne. Bam. Und wir haben trotzdem richtig gut Leistung hier drauf. Und wir sind... Ja, grenzwertig. Aber ich glaube, ich kann da nochmal ein paar Schwimmkörper jetzt an die Seite drauf machen. Jetzt mit Geschwindigkeitscheck. Wie schnell fahren wir jetzt? Ah, gar nicht so gut, weil wir jetzt aber anfangen abzuheben. Scheiße. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Wir verlieren jetzt teilweise sogar Geschwindigkeit. Weil wir einfach anfangen abzuheben. Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut, diese Dinger dran zu machen. Das bringt einem im Wasser nicht viel, diese Düsenjets. Schade. Schade, Digga. Hätte ich nicht gedacht. Wir müssen dann mehr von diesen Schiffsmotoren da machen. Ja, das Ding ist, das Rumexperimentieren hat mich jetzt natürlich Zeit gekostet. Wichtige Zeit. Wir haben jetzt nur noch 10 Minuten, also die Hälfte der Zeit ist um. Ich bin halt jetzt am Überlegen. Ich könnte das Ding halt jetzt generell noch breiter bauen und dann halt, sage ich mal, noch mehr von diesen Motoren halt einfach dran machen. Was vielleicht ganz geil ist. Wir testen das mal schnell hier hinten. Was wäre denn, wenn wir jetzt noch mal so eine Reihe dranhauen? Weil dann können wir noch mal so machen. Das ist der Trick dabei. Alter, Leute, das wird so... Das wird so geisteskrank. Natürlich sollten wir dann auch noch ein bisschen auf Optik gehen. Aber wir werden jetzt hier erstmal noch eine weitere Reihe einfügen. Das wird uns ganz ordentlich schneller machen. Ich hoffe halt jetzt, dass die mittleren Schwimmkörper noch ausreichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu fett geworden ist. Let's go, wir testen das. Bis jetzt unsere Topspeed war 281. Ja, ist grenzwertig. Oh mein Gott, wieder. Oh shit. Es fängt aber auch wieder an abzuheben. Guck mal, was ist das? Warum machst du immer diese Filme, Boot? Auf einmal, der wird zu einem Delfin, Mann. Wir brauchen mehr von den Schwimmkörpern, damit der nicht anfängt abzutauchen. Ich glaube, das könnte das Problem lösen. Wir hauen hier die großen Schwimmkörper dran. Oh mein Gott, das hat dann so einen krassen Auftrieb. Bin echt gespannt, was die anderen gebaut haben. Ey, das ist doch ein Witz. Ich bin einfach langsamer als davor. Andererseits fange ich jetzt aber auch nicht an zu wippen. Ich könnte da jetzt wirklich noch ein paar mehr von den Motoren hier draufkleppen. Es war halt wirklich am Anfang bis jetzt am schnellsten. Okay, warte, ruhig. Das muss erst ruhig stehen bleiben, dass es nicht anfängt zu wippen. Ja. Und das... Mann, ey! Ich werde es halt Real Talk wieder umbauen. Das war einfach gefühlt schon zu viel für die Optik oder für die Performance. Wir müssen ja natürlich noch schnell an die Optik auch denken. Auch wichtig. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, ich werde halt einfach nur noch für den minimalen Boost werde ich jetzt hier einfach noch diese Dinge einbauen. Ganz minimaler Boost-mäßig. Das bringt halt jetzt nicht mehr viel, aber besser als nichts. Und hier werden wir dann obendrauf nochmal einen Spoiler bauen, damit das Ding auch immer schön nach unten gedrückt wird. Ihr wisst Bescheid. Aber jetzt muss ich noch ganz schnell hier was machen, damit die Optik auch cooler aussieht. Diese Rohre. Und die brettern wir jetzt hier einfach bis nach vorne durch. Och, jetzt passt das hier nicht. Mann. Ey, ich hoffe so, dass jetzt gleich alles funktioniert. Wir konnten jetzt hier halt einfach gar nicht mehr testen. Schwierig. Die Zeit ist halt jetzt in einer Minute ist die Zeit vorbei. So, ich würde sagen, wir machen hier vielleicht noch so ein bisschen was. Ja, damit einfach für die Optik, damit es cool aussieht. Das setzen wir dann hier hinten noch drauf. So, oh ja, sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus hier. Oh, natürlich, die Sirenen dürfen nicht fehlen. Haha. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Hier werden die Optikpunkte gesaved. Man kennt ihn. Okay, wir sind fertig. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen letzten Check. Die Zeit ist jetzt vorbei. Boah, sieht sehr gut aus. Sehr gut. Liegt gut auf dem Wasser. Ich mache jetzt noch den Düsenantrieb hinten. Der Wagen, es bleibt trotzdem, es performt trotzdem noch gut. Aber ey, wir waren halt wirklich am Anfang schneller. Es macht mich sehr traurig, dass wir irgendwie nicht schneller sind als am Anfang. So, Leute, Zeit ist vorbei. Wie sieht's aus? Ich bin fertig. Okay. Ich bin ready. Bin auch sehr gespannt, was ihr da gebaut habt. Okay, dann würde ich sagen, wir treffen uns da, wo wir vorhin gestartet haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr gebaut habt. So, dann kommt mal her, ihr kleinen Hunde. Also wir werden jetzt einmal, jeder wird jetzt gleich erstmal sein Boot hinspawnen. Dann werden wir die Optik bewerten und dann geht es darum, wer das schnellste Boot gebaut hat. Ich würde sagen, Leute, spawnt jetzt mal alle eure Boote hier hin und dann werden wir die nacheinander mal kurz anschauen. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal bei dem guten alten Amir an. Okay. Digga, ich sag dir, ne? Für ein Speedboot sieht das aber sehr, sehr fett aus. Ja, ich sag dir, dein Range Roller sieht auch fett aus, ist aber verdammt schnell. Es kommt auf die inneren Werte an.
Oha. Okay. Sieht aus wie so ein Militärschiff, ey. Digga, du kannst mir nicht erzählen, dass das fette Ding so schnell ist, aber ich lass mich gerne von was Besserem überzeugen. Guck dir die Fahnen vorne an. Ich bin vom Flash eingestellt. Okay, okay. Also sieht auf jeden Fall optisch schon mal übelst krass aus, schon so militärmäßig irgendwie auch. Also sieht echt nice aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell ist. Aber gut, werden wir gleich rausfinden. Dann gehen wir mal zu Russak rüber. Der hat hier übelst viele Düsenjets dran gemacht. Das Ding ist bei mir, ich habe die Düsenjets fast alle weggelassen, weil es bei mir einfach dadurch langsamer wurde. Und halt unten auch noch übelst viele normale Turbinen. Sieht halt auch gar nicht so aerodynamisch aus, aber wer weiß, vielleicht klappt es ja schnell. Hat oben sogar noch einen Propeller dran gemacht. Warum machst du da oben einen Propeller dran, Digga? Das ist cool. Okay. Okay, und dann schauen wir uns immer mein Ding an. Also ich habe halt sehr auf die Aerodynamik geachtet, ne? Oha, so. Digga, das sieht wirklich so clean aus. Als ob du fahren würdest und dann so vorne ein Mini-U-Boot rausschießen würdest. Alter. Ja, ist halt auf Performance, krass, ne? Das Ding muss schnell sein. Deswegen, kein unnötiges Gewicht verschwendet. Aber gut, okay. Ich bin sehr gespannt, Leute. Es soll aber gar nicht so krass um die optische Wertung gehen. Ich wollte nur mal generell sehen, wie die aussehen. Wir werden jetzt nämlich mal schauen, wer das schnellste Boot baut. Und deswegen würde ich mal sagen, Leute, schnappt euch alle euer Boot. Wir werden jetzt hier mal an die Ziele oder hier ins Wasser gehen und dann machen wir einfach mal ein simples Track Race und schauen mal, wer der schnellste ist. Oder, warte mal, bevor wir das eigentliche Rennen machen, fahrt mal richtig schnell an mir vorbei. Ich will mal sehen, wie schnell eure Boote sind. Hey, der will Bro, seine Chancen jetzt schon mal sehen, ne? Ich würd jetzt sagen, ich hab Angst. Zeig mal her, Russak, fahr mal los. Geht an. Russak, fahr mal los. Geht an. Also Russak werde ich easy abziehen, sehe ich jetzt schon. Russak werde ich easy abziehen, sehe ich jetzt schon. Amir? Also, ne, also ganz kurz würde ich sagen, das Problem, ne, ist ja, wenn du schnell fährst, dass du hoch und runter wackelst. Ja, nee, ich nämlich nicht, weil das liegt nämlich an euren Düsen, aber gut, okay. Und auf Wiedersehen! Ey, ich werde die anderen so easy, von dem, was ich jetzt schon sehe, werde ich euch easy zersägen. Egal, dann kommt mal her, Leute. Also, das ist ja... das ist ja zu 1000 Euro schon ready gemacht. Digga, das Ding ist, die 1000 Euro wird keiner von euch sehen bei euren lahmen Booten. Digga, mein Boot ist so schnell, ich kann das gar nicht richtig steuern. Aber wir müssen irgendwie erstmal so an eine Linie mäßig kommen. Okay, seid ihr bereit? Ja. Ja, dann 3, 2, 1, let's go. Tschüss! Der ist ja viel zu schnell! Tschüss! Hallo! Hast du Verkehrsordnung hier? Bootsverkehrsordnung! Oh mein Gott! Ich bin einfach performancemäßig auf einem ganz anderen Level. Der Abi ist kaputt! Leute, ihr seid aber auch dumm. Diese Düsenjets, die bringen nämlich nichts, weil dadurch fängt man an, hoch und runter zu wippen und dann verliert man die eigentliche Leistung von den Wassermotoren. Oh mein Gott. Digga, das zieht halt einfach direkt los. Wisst ihr was? Digga, mein Boot hat einfach Topspeed 270. Krass, das ist blöd. Dein Boot ist einfach ein Lamborghini. Und das liegt halt auch so straight auf dem Wasser, das macht halt gar keine Faxen. Krass. Boah, also ich würde mal sagen, keiner von euch kriegt einen Taui. Ich werde meinen Taui nämlich schön selbst behalten. Ihr habt ja maximal reingechoked. Mist! Yeah, hey, Mann, aber was hast du da gebaut, ey? Du bist einfach ein Hydraulik-Experte. Ich bin einfach der Ingenieursboss. Aber Leute, ich würde sagen, schreibt jetzt mal in die Kommentare, wer würde den Optikpunkt gewinnen? Oder Leute, was sagt ihr denn? Wer findet halt optisch das Beste? Von der Geschwindigkeit müssen wir ja nicht drüber reden. So, ich muss dir den Punkt leider ehrlich geben, Digga, weil du bist so futuristisch. Also Optik und Performance einfach heute auseinandergenommen, Leute. Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.